Wir machen mal Schutzgelder pressen, schätze ich mal. Yay. Oder wie siehst du das? Yay. Vom Medikamentenzerstörer zum Schutzgelderpresser. Mal haben wir eine Karriere vor uns. Hey, wir werden richtig berühmt. Wobei ich hab schon wieder alt abdruckt. Im Leben nicht. Richtig berühmter. Falsche Sache. Ja, na, wir Ich bin sind. nicht überrascht, dass Chris Wir. sein Wort gebrochen hat. Aber der GRE lässt mich bestimmt nicht so einfach den Abgang machen. Wir sind ja für die gute Sache, also. Ah, okay, ja, deswegen verbrennen wir für die notleidenden Menschen ihre Medikamente. Ja, wenn man nur für die GRE unterwegs sind. Cool. Dann mal laufen. Wo bist du noch? Ah, da hinten. Ja. Interessant. Aber was das Lustige ist, Was denn? pass auf, ich zock dir das jetzt. Sag mal das. Ah. Acht Bälle. Wir nutzen. Warum nimmt er jetzt nicht die. Achso, mit uns hat man das natürlich gewechselt, ja. Und voll ins Auto schmeißen. Ja, jetzt rennen soll ich hier und fangen wir nur zum Brenner. Ich sage jetzt gar nichts dazu, das ist mir zu dämlich. Bumm, funktioniert doch gut. Gehen wir GAI kontaktieren. Ja. Ist aggressiv, meine Freunde. Fleisch, Fleisch. Machst du jetzt auf, aggressiver Hundling? Jetzt haben wir echt angezündet. Jetzt muss ich schnell ein Medikament nehmen. Aha. Bin schon wieder da. Er hat dann anders. Bitte höflicher zu mir sein. Weiß. Ah, wo bleibt er denn? Wo bist du? Ah, da unten. Nichts sagen, bitte. Kein Gott, Maike, komm mal da. Was sagt's? Bin schon da. Cool, wo ist jetzt da vorhin im Berg, aber jetzt ist er tot. Ja, ich bin ja schon da. Hallo? Ja. Also, geht doch. Ruf mal schon. Crane hier. Bericht. Noch ein Auftrag von Rais. Aber diesmal wird's schmutzig. Er zwingt mich, Schutzgeld von Überlebenden einzusammeln. Tun Sie, was er sagt, und bleiben Sie bei ihm. Sie wissen, worum es geht. Ja, Crane Ende. Ja, ist so genial. Also wenn sie das nicht rentiert, dann weiß ich es für auch nicht, gell? Nix. Alles okay. Dann. Ja, wenn ich schon da bin, schau ich da auf, ja. Hey, da ist er wieder. Eins. Hui. Hui. Hey, wir müssen sogar rein. Wie geil. Jo. Oh, da ist was Dickes. Karim. Ich bin bei der Werkstatt. Hast dir Zeit gelassen. Erledige den Job und zwar schnell. Das ist bloß die erste Station. Der Hund geht mir so auf den Sack, ich schwöre das. Was ist das, Jaffa? Hey! Sie Jaffa? Wer will das wissen? Mein Name ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass Rais mich schickt und dass Sie ihm Geld schulden. Ich kenne dich gar nicht. Da könnt ihr jeder kommen, du Arschloch. Hau ab! Wie wär's damit? Ich brech dir beide Beine und schleife dich durch die Straßen zurück zu Rais, hä? Dann kann er dir erklären, wieso du besser kooperiert hättest. Schon gut, schon gut. Meine Fresse. Du bist einer von Rais Leuten. Nur die sind so widerwärtig. Hier, hier ist das Geld. Nimm's schon. Und wenn ich nochmal zurückkommen muss? Ich werde nicht mehr zicken. Mikasa ist Sukasa. Tu mir bloß nicht weh, ja? Na, überlege mal noch. Ah.
Ah, das ist ja nicht so best zu dem Typen. Der kommt auch nichts zu viel. Ja, ich mach dir dir mal auf, was haben wir da? Das ist mir Aufdruck, dass ich böse bin. Droht dem Alten die Beine zu brechen. Na, ist nicht. Du musst mir Schutzgeld eintreiben. Der Rest ist auch professional. Hey, da ist einer zum Kaufen. Ja. War doch nichts Scheiß. Schauen wir vielleicht. Ah, Schweißermod. Wie gesagt, ich hab nur einen Mod gefunden, weil ich da brav herumsuche immer. Du sagst mir immer, was du Mod findest. Ich hab gerade einen gefunden. Wo? Wir müssen nur wieder reingekommen. Ah, da gibt es einen, genau. Gehört da. Da, bei ihm auf der Werkbank da drüben. Bei dem Typen? Ja. Genau. Ja, scheiße, muss. Hui! Bam! Auf nur weil ich komme. Gib ich da einen nur mit. Weg da! Hihihi! Wow! Und ein Kreis brennt. Hihihi! Schöner Abflug. Ich stelle den Lautburschen für Raiz. Er hat eine Menge Macht. Er hat 4 und 1 ein. Und ob er das tut? Hör mal, die Zeit rennt. Uns geht das Antizin aus. Ich gebe es zwar nur ungern zu, aber ich mache mir langsam Sorgen. Ich gebe hier draußen mein Bestes, Bracken. Ja, ich verstehe. Ich will nur, dass du weißt, was auf dem Spiel steht. Ich bin auch infiziert, schon vergessen? Wenn das keine Motivation ist. Alter, du hast doch voll das Ehrenzeug schon. Der Arsch. Alter, der Hund gibt mir eine mit, die klettert gerade auf, du Trottel, du Depper da, du. Ah. Sack. Ja, hey, die Metallteile und Stromkabel. Eine kleine Dose. Weiter geht's. Ab in. Vom Tunnel wartet der, gell? Keine Ahnung. Im Tunnel, vorm Tunnel, neben dem Tunnel. Na, im Tunnel. Sagst du. Weiß ich, hab ich gesehen. Was? Die schauen so lau aus. Ich hab doch da Wort dann auf uns. Nehmen wir nicht, aber da ist was zum Aufmachen. Ah, okay. Da. Nägel und Zigaretten. Mittlere Schlinge. Metallteile. Tasche mit 7 Dollar. Mittleres Schloss ist geknackt. Was? Was? Schloss geknackt. Hey, gut jetzt. Basic. Cricketschläger und Titan. Ja. Einfacher Hammer hat 50, 46. Wie oft kann man den reparieren? 0 mal. Aber jetzt hat ihn über der Clownhammer. Jetzt zerlegen. 46, 55, 150 hat der Cricketschläger. 50, 40. Da schaust du mir die erste Messer aus. Passt. Schau nicht, nicht aus. Ich bin. Was hat sich gesund? Basie 43, 46, 52, 55. Basie schlechter als alle anderen. Was da hinter dir ist, ist gesund. Sagst du oder behauptest? Hört sie so. Der explodiert, der explodiert! Der explodiert, das sehe ich ja schon! Ja, auf jeden Fall ist er nicht mehr ganz gesund. Sehen, sowas habe ich noch nie gesehen. Dieser aufgedunsen Infizierte ist einfach explodiert. Ja, wir nennen sie Selbstmörder. Einige von uns töten mit ihnen andere Infizierte. Schießt man auf sie, vernichtet sie alles in 3 Meter Umkreis. Mach doch mal auf. Du machst wohl Witze. Bleib auf Distanz, da passiert dir nichts. Aber was ist mit dem Boten? War er dort? Nein. Ach, da bin ich hergekommen. Niemanden gesehen, nur scheiß Zombies. Echt, aber das ist Schluss. Ja. Ja, weil ich nicht weitergegangen bin. Suche nach einem Mann namens Gerson. Jawohl, ist offen.
Einen Cricket-Schläger. Und eine Tasche, Mischpatschen-Tasche, soll ich die dir aufhauen? Nein, ich muss schon schauen. 64er, angenehm. Ja, gegen den Franzosen, dankeschön. Wollen wir diese Tür aufmachen? Ich muss jetzt meinen Cricket-Schläger bearbeiten. Leere Fassung. Haltbarkeit. Warum nicht? Attentäter. Ja, warum nicht? Eine mit dem. Für was sonst? Ja, natürlich wollen wir das haben. Entwürfe, den können wir sicher noch. Was dahinter ist. Elektrizität, Bluten. Elektrizität hört sich gut an. Mein Kriegerschläger und schneide vergessen. Handling. Also Bluten oder Elektrizität? In die Elektri. Wo ist er? Kriegerschläger. Yay! Neue Waffe! Alles klar. Was ist das? Ich muss jetzt nochmal auswählen. Mach mal auf. Ist das? Nein, das ist der Basie. Oder? Ja, das ist der Basie. Jetzt habe ich die falsche Waffe genommen. Wie viel lassen wir mal drauf, dass du da draußen überlebst? Ha? Passt schon. Ich muss da nur überleben, was machen. Da ist nichts passiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, mir jetzt fast erwischt. Oh no. Alles klar, bin soweit. Besser pushen. Pass auf, explodier! Ja, ich bin eh schon tot. Geh weg da! Aufhelfen? Ja. Geh weg da! War ein bisschen dauert, der Bumm ist mitten noch. Da ist keine Ausrede, Alter. Geh weg da von mir! Das ist ein Schläger. Alter! Hast deine Aggression woanders aus? Ich hab keine Aggression, wie kommst du denn da schon wieder drauf? Das war schon 3 Minuten tot, hast du immer noch drauf gehabt. Nie im Leben. Schädelbasisbruch ist immer gesund, gell? Oder was sagst du dazu? Genial. Egan Holz, nochmal. Und also schieben wir gleich nochmal. Irgendwie sind da verdammt viel schneller da. Ja, also du bist schon weitergegangen. Geh weg da von mir. Hau ich da. Kannst du überleben auch mal? Nein. Kein Spaß. Du musst ja was davor haben. Zu viel. Ich sehe. Dann nur zwei. Nein, das sind 5 oder so. Hast du Zufall, Alter? Aufhelfen. Achso, ich hab nur 25 Leben gehabt, das erklärt natürlich einiges. Nein, scheiß jetzt Lee. Oh, ist leck grad. Na, jetzt kannst du mir auch mal aufhelfen. Ja. Ich will kurz das Medikit hernehmen. Na, wo bleibt er? Jammer's, stehst du schon wieder. Okay, lauf einfach. Leg dir nicht mit den Typen aus, das kann sehen. Besser pushen. Servus. Boomer. Du hast schon das Unfalsches. Jo, wir müssen da runter. Komm, verpiss dich von mir. Hi. Wo bist du? Hier unten. Alles, gib mir den Sprung. Naja. So hinterher. Da, Alter, der cheatet. Jetzt fällt er. Wo bist du?
Du, dir sind drei Läufe hinterher, gell? Jeder wurscht. Komm wieder. Hinter dir! Du, das wäre nicht weniger. Der Cricket-Schläger ist scheiße, ich nehme einen Hammer. Okay. Mit dem Cricket-Schläger brauchst du lang zum Ausholen. Da. Oh. Okay, Karim, ich bin vor dem Dorf, aber das sind auch nur so von Infizierten. Irgendwie im Hobel zu machen. Ja, dann machen wir die Tür dazu. Ja, wird dir jetzt an. Und. Huma! Wow! Ich muss noch mehr von Wir rauen nur auf der Seite. Okay, dann. Hau mal rein da. Mal weniger. Ich lieg. Ernsthaft? Ja, mir ist ein Boom entgegengelaufen und ich habe ihn mal reingehauen. Oh, kein Stress, die kommen schon gut. Ich hab meine sein, aber egal. Warum hast du immer nur einen Schläger, Alter? Weg! Zack! Weg! Bleibst du liegen! Oh, dann hat's gescheit ins Kreuz verdreht. Ja, haben wir noch ein paar? Uhuhu. Ja, war nicht da. Na, hast du das jetzt? Ich hab keine Ausdauer, das dauert dann ein bisschen länger. Okay, das Dorf ist ziemlich. Ja. Hep. So, jetzt müssen wir die Heisen durchsuchen. Ja? Wer ist da? Ich bin im Auftrag von Raiz hier. Ich soll hier was abholen. Meine Güte, einer von Raiz Männern. Ja. Was mach ich bloß? Aufmachen. Sag ihm, er soll gehen. Bleib höflich, dann lässt er uns vielleicht in Ruhe. Oder schick ihn zu Burgos, der weiß sicher weiter. Bitte, wir wissen gar nichts. Besprechen Sie mit Görsel, der wohnt über. Siehst du das? Hm? Dann ist schon. Görsel, über den Laden. Der da? Ja, dann müsste das ja. Der einzige, was oben drüber ist. Hey, ist da jemand drin? Nicht so laut, das lockt die Monster an. Die habe ich schon alle umgelegt. Aber verstärkt besser das Tor, eh noch mehr auftauchen. Haben Sie alle beseitigt? Allesamt? Reis schickt mich. Sind Sie Görsel? Sie arbeiten für Reis. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Das reicht jetzt aber. Uns bleibt sonst nichts. Firkin, tu was. Ayla, bitte. Lass mich mit dem Mann reden. Du kannst uns nicht so behandeln. Firkin wird dir die Fresse polieren. Firkin, hau ihm eins aufs Maul. Ayla, sei. Ich will keinen Ärger. Aber wir haben diesen Monat schon bezahlt. Ihr nehmt uns ja völlig. Das ist sowas von nicht mein Problem. Reis will sein Geld. Also zahlen Sie jetzt, oder ich sehe schwarz für Sie. Und Ihre Frau. Du machst uns keine Angst. Tritt ihm in den Arsch, Firkin. Halt den Mund, Ayla. Okay. Hier. Das ist alles. Ein echter Kerl hätte ihn fertig gemacht. Ein echter Kerl hätte es probiert und geschafft hätte das nicht. Hey, Karim, ich hab Görsels Kohle. Ich hasse mich dafür, aber ich hab die Kohle. Der selbst, das legt sich irgendwann. So, jetzt musst du nur noch zur Fährstation. Hey, da hinten. Was? Es gibt eine Fähre? Die gab es, bis die Marine den Kanter gesenkt hat. Dutzende Leute sind da gestorben und warten auf eine andere Fähre, die niemals kam. Sind da noch Boote dort? Ja, aber jedes Boot, das die Bucht verlassen wird, wird sofort torpediert. Die Messerquest. Um Tobias. Ja, wieder mein normaler Name. Wo sind wir jetzt da? Ach so, wir haben noch geschaut. Das sind bestimmt sowas wie die Laufquest, sind das die Kampfquests. Ja, sicher. Hui! Und dann Alter. Mal mit ihm da. Weißt du, wie die Infizierten reingekommen sind? Ja, klar. Ich weiß, wie sie reingekommen sind. Dieser maskierte Spinner hat den Riegel durchgesägt. Von wem redest du? Wir nennen ihn den Gasmaskenmann. Er lebt draußen und hat echt einen Schuss. Er trägt dauernd eine Gasmaske. Denkt, das würde ihn schützen. Er was? Ganz sicher? Eine Wache hat ihn den Riegel durchsägen sehen. Jemand sollte sich um diesen Kerl kümmern. Ist ja nur so eine Feststellung, aber irgendwie sind da alle ziemlich durch. So, jetzt müssen wir zur Fähre. Aber, ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Richtig. Und somit sagen wir, tschüss. Hä?